Ihr Kinder, Namaste Janine hier. Herzlich willkommen bei Glücksfreak März 2023. März wird ein bisschen unruhig, wird planetarisch super interessant und hat ganz, ganz viel Potenzial in sich, wirklich dahin zu gehen, wohin wir gehen wollen. Ob es in der Liebe ist, ob es in Beziehungen, Freundschaften ist, Heilung an sich, Körper ist, ob es Beruf ist. Also März wird prickelnd. Ja, das ist so ein bisschen dieser Turmmoment, wenn wir es mit den Tarotkarten beschreiben wollen, also wo einiges vielleicht ein bisschen zerfällt, aber zu deinem höchsten Wohl. Es möchten neue Pfade gegangen werden, neue Realitäten und neue Möglichkeiten öffnen sich bzw. werden sich zeigen. So viele Downloads, die jetzt schon da sind, die aber im März weitergehen, Sonnenstürme, DNA möchte sich erneuern, wird erneuert, Schumann-Frequenz etc. pp. Näheres, wenn dich das interessiert, im Vollmondvideo in der Jungfrau und zwar nächste Woche. Okay? Gerne da reinschauen, würde mich sehr freuen. Ansonsten dein 2023, deine Prognose auch für dich, Stierli, habe ich bei dem Februar-Video in den ersten Minuten angekündigt. Wenn du Lust hast, nochmal zurückgehen, dann kannst du so energetisch zumindest gucken, was für ein Potenzial für dich da ist. Ja, Februar und 2023 heißt es. Okay, lass uns gucken. Stierkinder, 2023, März, Spirit, eine Hauptenergie bitte. Die sieben der Schwerter. Hier geht es um Taktik und Strategie. Vielleicht will sich da jemand aus dem Staub machen, aber das wird beleuchtet. Entweder du bist das oder jemand anders. Und wir haben hier den Vollmond und über den habe ich gerade geredet. Ich könnte mir vorstellen, für einige von euch wird der Vollmond, das Vollmond-Video und der Vollmond an sich in der Jungfrau sehr, sehr spannend sein und sehr wichtig. Da werden einige Informationen da sein, gerne echt da reinschauen. Ganz starkes Gefühl. Lass uns weiter gucken. Lass uns einfach hier schön munter weiter gucken. Na, für einige, das ist schon so ein bisschen diese Karte, sich aus dem Staub machen. Still und heimlich, okay? Nicht wertend, absolut nicht. Vielleicht auch von einer Situation, die sehr stressig ist, weil der Rabe ist hier, der schaut dich an oder der, ne, und ist schon ein bisschen aggressiv und stressig und auch vielleicht Warnsignale, wie auch immer, und da haut jemand ab einfach. Aber das wird echt beleuchtet. Und vielleicht zeigt man auch einigen von euch, wo sie flüchten. Wo sie sich vielleicht selber nicht stellen. Ja, also wie gesagt, März wird für jeden hier ein bisschen was beleuchten und vor allem dieser Vollmond, okay? Lass uns weiter gucken, dass man es besser versteht. Spirit für die Stierkinder hier. 2023 März. Vielen Dank. Die 9 haben wir schon. Heilung. Gula. Schön. Es fühlt sich so an, als würde hier jemand sich besser verstehen über den März hinaus. Und zwar, okay, das Bild ist ein bisschen schwierig zu erklären, die Vision, die ich sehe. Das Bild ist folgendermaßen. Ich sehe jemand, der immer wieder bei bestimmten Themen in seinem Leben nicht hinschauen möchte. Bestimmte Geschichten. Und die Energie von Gula ist dieses, man wird hier einem Stierkind zeigen, wo er sich stellen muss,
entweder seinen Ängsten, wie auch immer. Das ist so tief, das ist im März wirklich sehr schräg alles. Ich versuche das für alle jetzt ein bisschen genauer. Spirit, ein bisschen klarer bitte. Genauer zu deuten. Aber das ist so ein schönes Gefühl eigentlich, dass hier jemand in die Heilung gehen wird und sich bestimmten Geschichten und Herausforderungen auch stellt. Gucken wir mal, was wir noch mehr haben hier. Oder ein bisschen präziser, Spirit. Das ist echt schon sehr tief. Das ist schon echt fast persönliches Reading hier. Hier geht es um die weibliche Energie und wir haben hier die zwei. Die Kunst des Geschehenlassens. Anderen die Initiative überlassen. Für mich ist das auch immer die Verbindung mit seinem höheren Ich, seiner Intuition mehr zu folgen. Hier geht es um Geduld, hier geht es um Meditation, hier geht es um Vertrauen. Und bei einigen wirklich dieses Aufwachen vom Dornröschenschlaf. Und genau das ist das, was ich hier merke. Und vielleicht kannst du damit jetzt absolut noch nichts anfangen. Aber wir reden ja über die kommenden 4 Wochen und da passiert jeden Tag einfach so viel, ja, so viel Magisches auch in uns und um uns herum, dass du es vielleicht dann verstehen wirst. Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf. Heilung passiert. Eine Erkenntnis von jetzt auf jetzt, wo du dann etwas besonders gut verstehst dann. Und du kämpfst nicht dagegen an, weil die Yin-Karte ist die Kunst des Geschehenlassens. Es ist so, wie es ist. Es hat seinen Sinn. Sonst würde nämlich nicht die Karte des Vertrauens kommen. Die Geduldskarte, die Meditationskarte. Geschehen lassen, einfach anschauen. Egal, was da kommt. Das ist so... Die Hausi, wir haben jetzt alle Hausis, wisst ihr? Also März ist nicht nur so da sitzen, sondern da dürfen wir eine bestimmte Geschichte ein bisschen besser verstehen und dann flutscht es und fluppt es. Spirit, was noch bitte für die Stierkinder für März? Und ich meine, die Schwertenergie, womit wir angefangen haben, ja, die Schwertenergie ist immer Kopf, ist immer analytisch. Ich meine, das seid ihr Stierkinder, ne? Ihr seid auch fixe Zeichen, das heißt, sich umstellen fällt euch schwer, auch in diese Energie zu gehen, in die Yin-Energie fällt euch oftmals schwer, ne? Ins Empfangen einfach, fühlen einfach, sich verbinden mit der geistigen Welt. Also da regiert bei euch schon auch immer der Kopf und das ist ja etwas, was wirklich ein bisschen weg darf. Und deswegen kommt diese weibliche Energie mit der Atmungskarte. Ich meine, das ist schon eine Ansage und sagt, die Geschichte, die im März für euch gut wäre, euer Schlüssel, ist wirklich ins Empfangen zu gehen, geschehen zu, also wirklich machen lassen einfach, nicht selber die ganze Zeit da eine bestimmte Geschichte oder deinen Alltag zu sehr zu kontrollieren. Das ist so für mich die klarste Ansage, die ich euch hier so jetzt geben kann, okay? Also weg von der Schwert, von der Kopfenergie und da passiert diese Heilung und ihr seid bei der 9, bei der 10 ist diese Geschichte, dieses Thema quasi, diese Lebenslektion oder diese Lernlektion vorbei und ihr seid schon fast am Ende, also ihr seid schon gut dabei, aber der März wird euch noch ein bisschen vielleicht herausfordern, aber auch ganz viel Segen bringen, weil die Heilungskarte da ist, ja, also weibliche Energie ist eure Geschichte, anbinden, zweimal Meditation, ihr habt zweimal die Heilungs- und Meditationskarte im Grunde genommen, ja, und die Geduldskarte. Also Vertrauen ist euer Thema auch, ja. Vertrauen ins Universum und Vertrauen, dass alles im März so kommt zu deinem höchsten Wohl, auch wenn du es nicht verstehst. Musik wird dir gut tun. Einige musizieren gerne da im März sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Das tut natürlich die Yin-Energie auch sehr, sehr fördern, ganz, ganz klar. Ich meine, die Atmenkarte, man kann auch Meditationen mit Musik machen. Es reicht 2-3 Minuten am Tag, wird einigen auch sehr, sehr gut tun. Was noch bitte? Die Wunderkarte, ja, ey, hier kann so viel passieren.
Aber wie gesagt, es ist nun mal wichtig jetzt im März und zwar für jeden Menschen auf der ganzen Welt, kleine Lektionen jetzt zu verstehen. Und wenn du es dir bis jetzt anschaust, dann ist diese Info für dich da. Dein Schlüssel ist da, der wird dir gerade geschenkt. Also gerne nehmen, ja, die Yin-Energie. Die Kunst des Geschehenlassens, anderen die Initiative überlassen, nicht zu viel kontrollieren, weg von diesen sieben der Schwerter, okay? Heilung findet gerade statt, gar keine Frage. Wollte kommen, kam aber nicht. Irgendetwas mit Kindern vielleicht für einige hat es zu tun. Auch da passiert Heilung. Auch da Wunder willkommen heißen. Hier wird einiges beleuchtet werden. Also ich glaube, ab Jungfrau, falls du es dir heute anschaust, Dienstag, Ende Februar, glaube ich, haben wir jetzt. Ich glaube, am 7. März lade ich dich wirklich gerne dazu ein. Hier geht es um die Verspieltheit, also echt Spaß haben. Das ist ja die Yin-Energie, das Weibliche auch, mit Musik auch viel zu tun. Und es geht um göttliche Zeitplan, falls es sich um Beziehung handelt. Da passiert gerade ganz viel Heilung, weg vom Kopf, weg vom Kopf. Damit wirst du keine Liebe oder keine Geschichte entweder reparieren können oder wiederherstellen können oder anziehen können. Ne? Und das ist genau das, was, glaube ich, als Erkenntnis für viele von euch im März da sein wird. So ein kleines, großes Wunder, was das angeht, wenn man ein bisschen loslässt, diese Geschichte. Göttlicher Zeitplan, Amors Pfeile sind gerichtet, aber jeder macht gerade so seine Geschichte erstmal. Ja, darf als Seele erstmal sein Thema lernen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Da kann man sich Horoskope anschauen, so viel man will. Ne? Meine Guten, super schönes Reading. Lass uns gucken. Ich möchte als letztes noch eine Seelenkarte nehmen und dann noch eine Arsch auf Eimer Karte. Okay? Also, Verspieltheit, einfach wieder in die Leichtigkeit kommen. Das passiert nicht, wenn man im Kopf ist. Ne? Unsere Anfangskarte mit der Kopfenergie, sieben der Schwerter. Da flüchtet man zu sehr weg. Vielleicht flüchtest du auch. Es wird beleuchtet. Du flüchtest einfach vor der Yin-Energie, vor diesen zwei Energien. Und das wird aber geheilt werden. Die Energien sind da im März, dass du ins Atmen kommst und in die Yin-Energie. Hier möchte nämlich jemand wachsen, Wachstum. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Ja, das möchtest du auch. Und deswegen wirst du im März, wird es beschienen werden, ja, dass du von der Kopfenergie in diese Energie jetzt auch mehr gehst. Das ist Musik, wird dir da auch helfen, in diese Energie zu gehen. Also gerne auch damit arbeiten. Göttliche Zeitplan, Wunder, Heilung, Verspieltheit möchte kommen. Mega schön. Also, ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Das möchte hier ein Stierkind. Und die Gruppen werden immer kleiner, für die ich lesen darf, aber es freut mich sehr, hier ein bisschen beitragen zu dürfen. Also, Arsch auf Eimer Karte für meine wundervollen Stierlis, die bis zum Schluss hier zugeschaut haben. Ihr habt zwei Omega, wow. Omega und Francesca. Sieg, dein Wunsch erfüllt sich. Setze deine gute Arbeit fort. Weitermachen. Weitermachen hier. Okay? Und Francesca, was wünschst du dir jetzt? Visualisiere es und es wird sich erfüllen. Negativität wird deinen Fortschritt behindern. Und das ist das, was Spirit hier ganz klar sagt. Liebes Stierkind, im März wird beleuchtet werden, wie sehr du im Kopf bist. Kopf, Verstand will Komfortzone und kontrolliert. Deine Reise mit ganz viel Unterstützung darf dahin gehen. Diese Heilung möchte und wird stattfinden. Du bist dabei. Mach weiter mit deiner Arbeit. Und deine Seele sagt dir, ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Deswegen gucke ich, dass ich so gut ich kann in die Leichtigkeit gehe und zwar im März mich mit Leuten treffe, die mir gut tun. Vielleicht musiziere oder Musik wieder höre, ein bisschen mehr auf meine Atmung aufpasse, ein bisschen geschehen lassen.
Und in puncto Liebe kommt der göttliche Zeitplan, nicht wann der Verstand das möchte, ne? Sondern wenn Seelen bereit sind und nicht Köpfe. Okay, wunderschönes Reading. Stierkind, ich danke dir sehr, wenn du meine Seite unterstützen möchtest, meinen Kanal, dann super gerne liken. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und gerne abonnieren. Und wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche bei dem großen Vollmond-Reading. Bis dahin, alles, alles Liebe. Tschüss, Ade.